Ja, wir haben heute richtig scheiß Wetter. Wir haben gesagt, heute wird gegrillt. Im sicheren Glauben, wir haben heute super Wetter. Ist nicht der Fall, aber wir haben Schirme und wir haben schönes Fleisch. Schweineschulter, knusprig mit Schwarte, zeige ich euch jetzt. Da ist sie, unsere Schweineschulter. Die soll mal knusprig werden, das ist sie jetzt noch nicht. Die kommt jetzt gleich in unseren Weber Gasgrill, den habe ich mal vorgeheizt auf 180 Grad. Der beste Tipp, um so eine Schweineschulter richtig schön knusprig hinzubekommen, ist überraschenderweise, ihr müsst sie einmal vorkochen. Das habe ich natürlich schon gemacht, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Großer Topf. Bisschen Nelke, bisschen Lorbeer, bisschen Zwiebel hinein, Salz und Pfeffer. Und ich habe diese Schweineschulter einfach mal 20 Minuten gekocht, leicht siedendes Wasser. Dann passiert nämlich Folgendes, Carmen, komm ruhig mal ein bisschen näher. Man kann jetzt, das habe ich an vielen Stellen schon vorbereitet, diese Schweineschulter auch einfach mal mit einem scharfen Messer ganz prima einschneiden. Denn wer das schon mal probiert hat, ohne dieses Vorkochen, der wird feststellen oder wird wissen, dass diese Schwarte richtig widerstandsfähig ist, die ist richtig fest. Aber wenn wir sie so ein bisschen weich gekocht haben, dann kann man sie wunderbar in solche Rauten schneiden. Frisch gemahlenen Pfeffer, ein bisschen Meersalz noch auf diese Schwarte. Unsere Nelken. Ich benutze sie wahnsinnig gerne. A, helfen sie jetzt meiner Schwarte, ein bisschen Geschmack anzunehmen, natürlich durch die Nelke selber. Und sie ist natürlich auch ganz wohltuend Lorbeer, genau dasselbe, so ein bisschen zerbrechen und einfach in diese Schwarten Kernthermometer dazu, schön ins Zentrum hineingepikst. Geschätzte Garzeit ungefähr 1,5 Stunden. So ihr Lieben, etwas mehr als 2 Stunden sind rum. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen, Gott sei Dank. Sieht das lecker aus. Und jetzt machen wir mal den Geräuschtest. Hört ihr das? Das ist knusprig. Ihr nehmt euch erstmal so ein bisschen was von der Kruste hier runter. Schaut mal. Die fällt schon fast von alleine runter. Hört ihr das Geklackere? Schaut mal, da ist sie. Da ist diese kleine. Das ist wie Popcorn. Richtig schön. Und jetzt schneiden wir das mal durch. Und schaut mal da. Oh, schaut mal. Und wie saftig der ist. Seht ihr da den Fond? Ich darf zuerst probieren, ist das okay? Selbstverständlich, Michael. So, ich schneide jetzt auch mal ein kleineres Stück ab, weil Carmen hat sich beschwert, dass ich immer so große Stücke in den Mund stecke. Komm, wir tauschen. Hallo, ihr Lieben. So, jetzt sag uns, was du davon hältst. Total. Du musst es jetzt aber auch authentisch machen, nicht, dass die Gäste denken, wir... Darf ich auch mal eben ein bisschen Kruste essen? Bitte? Du darfst Kruste essen, nicht, dass sie denken, wir faken das Ganze. Warte mal. So, und jetzt krack. Oh, ist die lecker. habt ihr das Quenchen gehört? Also, wir sind Kalle und Carmen, wir sind für euch da. Wir grillen leckere Geschichten und wir haben euch lieb. Auf Wiedersehen. Tschüss.